Hallo ihr Lieben, hier ist nochmal der Joe aus der Basteloase. So, wir haben nochmal liebe Post von einem Abonnenten bekommen. Der war beim letzten Live unter anderem Silvester und so dabei. Und er hat uns ein liebes Paket geschickt und hat selber was kreiert. Das ist ja auch immer ganz toll. Das zeige ich euch jetzt mal. Lieber Ralf, wir haben uns ganz doll gefreut, dass du uns was geschickt hast und über das, was du uns geschickt hast. Und ich fange euch mal das an zu zeigen. Und zwar hat er das alles auch schön ein bisschen maritim gemacht, passend hier zu Kiel auch. Und er hat uns einmal diese Karte hier selber gebastelt. Er bastelt mit diesem wunderschönen Schiff hier drauf, mit diesem schönen Segelschiff. Und hier sieht ein bisschen aus wie Antje aus Hagenbeck von damals. Moin Moin. Obwohl Moin Moin ist ja eher logisch. Das Moin Moin ist hier oben ja schon wieder gesabbelt. Aber es passt natürlich super. Und noch eine schöne Karte. Und hier einmal mit dem Spruch, zu Hause ist, wenn man auch abends Moin sagt, genau. Hier ist ja Moin irgendwie, ne? ein ganzer Satz. Und immer eine Begrüßung und Yo ist ein ganzer Satz. Genau, kennt ihr das? Und genau, das passt einfach gut hier oben hin. Und dann hat er noch ein schön was dazu geschrieben. Ich sende euch liebe Grüße an die Küste. Anbei ein kleines Präsent. Eure Kanäle sind echt mega toll und lehrreich. Ihr seid einer der wenigen YouTuber, die natürlich rüberkommen. Bis bald mal, Ralf. Ja, das ist auch... Vielen lieben Dank, Ralf, für diese schöne Rückmeldung. Das freut uns natürlich total, dass wir, dass das rüberkommt, dass wir natürlich geblieben sind. Das ist uns beiden ja auch immer wichtig, dass wir natürlich rüberkommen. Wir wollen hier kein Profikanal sein, wo alles nur gestellt ist, sondern wir nehmen euch ja so mit, wie wir sind. Und das freut uns natürlich immer, dass ihr das auch sehen wollt und dass ihr das auch zu schätzen wisst. Das ist ein ganz, ganz tolles Feedback für uns. So, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Und dann hat der liebe Ralf uns noch dieses schöne, schöne Schild gemacht. Auch passend zu Kiel und natürlich zur Küste. Mit diesen schönen Muscheln, hier dem Ankerrad drauf und... ja, aus Holzelemente, hier der Anker und so ein schöner hier oben. Hier will ich gewesen, hier bin ich Mensch, für Kiel. Ich kann das jetzt leider nicht irgendwie so richtig übersetzen. Ich glaube, das heißt so viel wie, hier will ich sein, hier bin ich Mensch, wenn man das auf Hochdeutsch übersetzt. Das ist auf jeden Fall schön, passt ja definitiv auch hier oben. Wie gesagt, ich habe mein Herz ja auch mittlerweile hier oben an die Küste verloren. Neben meiner Frau auch an die Gegend hier. Genau, und dann sind hier halt so typische Sachen für Kiel, halt die Kieler Woche natürlich ganz berühmt. Dann das Landhaus, was wir in Kiel haben als Landeshauptstadt natürlich. Ist auch schön an der Förde gelegen. Das Opernhaus, das Marine-Ehrenmal in La Boe, das kann man ja, wenn man hier an der Förde ist, unten einmal komplett rüber gucken bis nach La Boe zu dem Marine-Ehrenmal. Das ist ja so ein ganz, ganz hoher Turm und da ist ja so ein altes U-Boot ausgestellt. Dann natürlich das alte Kieler Rathaus. Das sieht auch sehr schön aus. Das ist ja noch vorhanden, zum Glück. Das Schifffahrtsmuseum, was unten an der Förde steht. Und natürlich die Nikolaikirche, eine der bekanntesten hier in Kiel. Also schöne Sachen aus Kiel. Definitiv, die hier mit Kiel verbunden sind. Und hier einmal die Ostsee. Sachen, Orte, die an der Ostsee sind. Ich nehme euch nochmal ein bisschen mit daran, dann könnt ihr das besser sehen. Dann nehme ich hier einfach mal was zum Zeigen. Hier einmal Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Leuchttürme Ostsee. Das sind die ganzen Leuchttürme, die an der Ostsee sind. Und genau, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das eine Serviette, der drauf geklebt ist. Da sind ja die ganzen Leuchttürme, einmal Kiel. Kiel ist ja in Falkenstein, ne? Oder wo ist der Leuchtturm? Genau, das ist in Falkenstein. Da kann man auch hin, weil im Sommer kann man da rüberschwimmen zum Leuchtturm hin. Ja, und ich glaube, da gibt es auch teilweise Hochzeiten und so, sind auch möglich. Ja, genau. Genau, dann ist hier der Schleimündung, glaube ich, der Leuchtturm. Neuland, Gammeshöven, Flügge, das Boort, Timmendorf, Oig, Warnemünde, Durnbusch, Kap Arona, Peenemünde und Greifswalder.
Leuchtturm. Also das sind die Leuchttürme, die hier einmal an der Ostseeküste in Deutschland angehen, von Schleswig-Holstein über Mecklenburg-Vorpommern. Ist auch sehr schön und passt einfach hier sehr, sehr gut zur Gegend. Also wirklich, lieber Ralf, ein schönes, schönes Bild, was du uns da geschickt hast, schön selber gemacht. Das ist immer so das Schönste, wenn man auch mal was kriegt, was ihr Abonnenten selber gemacht habt, damit wir auch mal einfach sehen können, was ihr so werkelt. Und das ist einfach immer noch mal was Besonderes, wenn man einfach selber was macht und sich die Zeit nimmt, etwas selber zu machen. Das ist immer noch mal eine ganz besondere Wertschätzung, finde ich. Lieber Ralf, an dieser Stelle noch mal ganz, ganz vielen lieben Dank für deine liebe Post. Wir haben uns gefreut. Da müssen wir mal gucken, wo wir hier im Arbeitszimmer einen schönen Platz für dieses Bild kriegen, dass das auch zur Ehre kommt. Genau, das kommt oben neben unsere Puring-Uhr, die wir auch von einer lieben Abonnentin gekriegt haben. Da kommt das noch mit hin, da passt das gut mit hin. Das ist schön zu sehen und dann hält das unser Arbeitszimmer noch ein bisschen auf. Da sagt lieber Ralf, vielen, vielen lieben Dank für diese Post. Hat uns gefreut, dass wir was von dir bekommen haben. Wir freuen uns auch immer von dir zu hören und natürlich von allen anderen auch. Und ja, das war's an dieser Stelle auch schon. Einfach wollte ich euch das mal zeigen, was wir von der lieben Ralf gekriegt haben. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.